So, und da sind wir auch schon wieder. Back in Action, würde ich sagen. Ja, wir haben es beim letzten Mal geschafft, eine kurze Mission zu haben und eine überlange Mission. Mehr oder weniger. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier die nächste Mission. Idranel von Utve. Aber erst leveln wir mal ein bisschen. Wir brauchen dringend mehr Leben. Vielleicht sollte ich dazwischen auch mal ein bisschen mehr auf Fernkampf gehen. Gehe ein bisschen mehr auf Fernkampf jetzt. Handschuh des Blutes, Energiefaust. So, was haben wir denn alles im Angebot, Schätzelein? Ich brauche dringend eine bessere Rüstung. Wenn ich das so sehe. Wenn ich das so sehe, krieg ich Splack an der Füße. Negative Rüstungswertung. Ja, nee, ist klar. Nimm die. Hast ein bisschen mehr Leben. Leben. Schubidubidubububu. Was hab ich für dich, mein lieber Cyrus? Wie wär's mit dem schicken Teil? 57. Natürlich, meins ist natürlich besser. Was hab ich auch anders erwartet? Kriegst erstmal ein bisschen Leben dazu, mein Freund. Bevor du mir hier nochmal abnippelst. Orks. Ich möchte nicht unbedingt was mit Orks im Namen. Ich kämpfe im Moment nur gegen Tyrannen. Da bringt mir das nicht viel. Lassen den Trupp für eine kurze Zeit sprinten. Gesundheit. Ja, gut. Nehmen wir sowas mit. Mit der Ausrüstung. Rüstungswertung plus. Ja, was machen wir? Blendgranaten. Annäherungsminenpack. Ich bin gerade so ein bisschen überfragt. So, was haben wir hier? Der Donnerschlag. Ihr braucht eindeutig mehr Leben, meine Freunde. Mehr Leben, mehr Leben. Dringend mehr Leben, wenn ich das mal so sagen kann. Spenden Sie Ausrüstung, um EP zu kriegen. Pass auf. So. Kriegen alle den EP-Schub? Ich glaube nicht. Machen wir hier mal so ein bisschen leer. Das nervt mich so ein bisschen, dass ich hier von allem so ein bisschen habe und nichts gebrauchen kann. Weg. 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 Okay, das könnte ich vielleicht noch gebrauchen. Weg. Jetzt kommen wir zu den Waffen. Rechtschaffene Wilder. Ich wollte ja eigentlich Fernkampf nehmen, ne? Aber ich wollte das da noch fertig nehmen. Es tut mir leid. Ich weiß, ich hätte es nicht tun. Oh lol. Das kriegen alle. Moment, habe ich hier irgendwie noch ein einhändiger Bolter? 7 Schaden, nimmst du den. Frisst du den. Könnte. Thaddeus kann auch die Axt haben. Plasma. Nimmst du den weg. Den weg.
den weg, den. Ich weiß, das dauert jetzt gerade ein bisschen lange, es tut mir leid. Aber ich muss hier gerade mal ausmisten. Weil bis nächste Woche, ich kenne meinen Kopf, bis nächste Woche habe ich das hundertprozentig wieder vergessen. Okay, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Nicht gebrauchbar. Weg. Weg. Komm weg. Weg. So, was haben wir hier? Weg. 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 Nochmal weg. Donnerschlag ist schwächer wie meine andere Bazooka. Gladius. Handschuh des Blutes. Ja, ne? Das ist gerade so ein kleines Problemchen. Nämlich das. Den behalte ich. Kann weg. Kann weg. Was für Bolter trägst du da? Ach, du trägst ja eine Plasmakanone, wa? Oberkommandierende. So, mein lieber Tarkus, du kriegst. Laramans Säge. Nachdem Tarkus im Kampf wiederbelebt wurde, ist er einige Sekunden lang unverwundbar. Sowas höre ich doch gern. Ich gucke aber gerade nochmal hier. Was habe ich denn hier? Ausgerüsteter Kommandantengegenstand. Nein! Nein! Achso, du hast... Du hast nur ein... Natürlich hast du nur eins. Sammeln Widerstand gegen Fernkampfschaden des Trägers verbündet im Umfeld. Dankeschön. Gesundheit. Mehr Leben. Benutzt wird der Oberkommandierende für eine kurze Zeit unverwundbar. Das ist doch geil. So finde ich das doch schön, oder? Wir haben mal ein bisschen hier... Ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit... Wir haben schon 8 Minuten verquatscht. Das tut mir leid. Ich werde jetzt sofort hier... kann Truppenanführer, die bewusstlos sind, auf der Stelle wiederbeleben. Das ist doch mal geil. Das nenne ich geil. So, Tarkus, du kriegst Leben. Terminator. Avitus kann nun Terminator-Rüstung tragen. Avitus Standardwaffe in Terminator-Rüstung ist eine mächtige Sturmkanone. Er kann Terminator-Rüstung tragen. Fester Zorn. So, was mache ich denn noch? 2 plus. Fügt ein Zubehörplatz hinzu. Energie brauche ich eigentlich bei dem gar nicht so. Ich brauche einfach nur Schusskraft bei dem. Ja, und du? Von dir will ich ja gar nicht erst reden. So. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal wieder los. Wir haben genug Zeit verquatscht. Kommandant, in den Aufzeichnungen des Ordens wird diese Idranel, die der Runenleser der Eldar nannte, tatsächlich erwähnt. Sie ist eine Runenprophetin, eine Hexenanführerin ihres Volkes und mit demselben Weltenschiff verbunden, das sich bei unserer Kronos-Kampagne gegen uns wandte. Idranel ist zweifellos die Anführerin der Eldar-Operationen auf Meridian. Die Tyranniden-Invasion setzt sich im ganzen Sektor fort. Aber dies ist unsere Gelegenheit, den Eldar-Aktivitäten zur Destabilisierung des Subsektors ein Ende zu setzen.
Elite. Gegner setzt überlegene Truppen ein. Das wird wieder schön, ne? Dass ich mir sowas an einem Sonntag antun muss. Komm, weißt du. Okay. Davian Thiel und Kasser Sohnen. Kurze Zeit vor der Kronos-Kampagne führte Davian Thiel die vierte Kompanie der Blood Ravens auf die Festungswelt Cardia, wo sie einen Großangriff der Verräterlegionen abwehrten. Der Zeitpunkt für Thiels Ankunft hätte besser nicht sein können, denn seine Truppen landeten inmitten einer gewaltigen Kolonne von Iron Warriors auf dem Weg zur Stadt Kasr Sonnen. Die Iron Warriors erlitten schwere Verluste und wurden ins Chaos gestürzt. Als die Nachricht kam, die Black Legion sei unterwegs, um die Iron Warriors zu unterstützen, erhielt Thiel vom Ordensmeister der Blood Ravens Befehl zum sofortigen Rückzug. Anfangs missachtete Thiel den Befehl und nutzte seinen Vorteil. Doch als der Ordensmeister drohte, ihm sein Kommando zu entziehen, fügte er sich doch. Die kardianischen Regimenter hielten dem zweiten Angriff mit hohen Verlusten stand. Okay. Ich hab Angst. Kein Filmchen? Aber hier sieht's echt kaputt aus. Am besten rücken wir schnell vor. Jeder Augenblick hier gibt der Tyranniden-Plage Zeit zum Wachsen. Hör mal. Ich habe nichts gegen dich, Cyrus. Ich mag dich. Unsere Waffen sind auch wenn bereit. Du ein Opfer, also ein One-Hit-Opfer bist. Für den Orden. Ich tauche in den Schatten ein. So. Bitte und Dankeschön. Da ist ja auch noch... Scouts na, hier. Klasse. Immer noch im Kampf. Ich muss hier schnell durch und was passiert... Leises Vorrücken. Ich werde das hier ein bisschen abkürzen, liebe Freunde. Das ich werde außen rumgehen. Die sind nicht so schwer wie die Tyranniden. Gebäude eingeebnet. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich gehe hier rum. Da ist nämlich auch noch das Gebäude, was ich haben will. Zum Sieg! Ich wollte schon sagen, sag mir nicht, da ist einer gestorben. Sammeln! Nein. Lass sie nicht entkommen, bitte. Danke. Oh oh. Kanonen sind nie gut. Haha. Diese Kanonen sind schlimm. Aber wenn sie direkt sterben, ist mir das relativ wumpe. Mach mal bitte gerade keine Scheiße. Scouts, zielt auf diesen Elder. Bestätigt. Oh Gott. Ja, der ist Matsch. Ich muss sagen, gegen die Elder habe ich gerade nicht wirklich Respekt. Ich komme hier gerade vorwärts. Als wären die Typen aus Butter. Habe ich gesagt, die wären wie Butter? Ich meine natürlich, Alter! Das gibt es gar nicht. Dass sie einem so auf die Nerven gehen können. Komm schon. Okay. Nehmt eure Stellungen ein. Zerstören. Lass das mal lieber.
Da ist das Ding, was ich haben will. Elder, nimm nichts für bare Münze. Zu einer besseren Position. Ein Schritt nach dem anderen. Stehen unter Beschuss und hängen fest. Toll, du bist ja auch nur noch zwei. Scheiße, ausgerechnet jetzt muss der mich angreifen. Alter, war das ein guter Wurf. Natürlich. Oh oh. Oh, ist das schön, wenn der instant. Bitte. Ich liebe es, wenn sowas klappt. Oh. Wir haben es geschafft. Wir sind in die Ecke vorgedrungen. Als nächstes kommt die Gießerei. Ich glaube, wir werden noch ganz viel Spaß haben an dieser Elderhexe. Leckens mich, der Bretter. Ich weiß, dass ihr mir auf den Sack gehen wollt. Ich kenne euch. Elder gehen einem immer auf den Sack. Irgendwie. Na? Du gehst mir nicht auf den Sack. Wer nicht plötzlich hinter mich ist, kann mich auch nicht platt machen. Habe ich alles von dieser einen Niederlage gelernt, ja? Immer schön beide Seiten im Auge behalten. Natürlich! Elder, nehm nichts für wahre Münze. Bitte sag mir, du kannst richtig gut feuern. Aber so einen richtig dicken... Vorrücken. Oh, Jesus. Zum Feind vorrücken, Brüder. Ist das dein Ernst? Alter, ihr sollt da drauf schießen, Mann. Alter, ist das dein Ernst? Der lebt ja immer noch. So nicht. Boah, war das knapp. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr macht's mir gerade hier echt nicht einfach, ne? Oh Mann. Weglaufen, du Feigling. Weglaufen ist nicht. Entweder sterben oder siegen. Ja, genau, das wollte ich sagen. Warum habe ich eigentlich so viel Pech hier heute? Ich habe gedacht, ich muss jetzt mal gegen weniger Panzer diese Woche kämpfen. Aber nein. Ich muss hier gegen noch mehr Panzer als sonst kämpfen. So. Die seid wachsam. Und das? Ich tauche in den Schatten ein. Knips den da weg. Dankeschön. Verlasse die Tarnung. Die Kanone muss weg. Zu neu positionieren. Melterbömmchen? Zorn und Rage. Melterbömmchen? Zielpriorität bestätigt. Ist das dein Ernst? Du hast nichts geworfen. Nichts hast du geworfen. Gar nichts.
Tja. Was soll man dazu noch sagen? Es hat zwar jetzt geklappt, aber er hat eine Bombe geworfen, ja? Ich hatte eine Abklingzeit. Wie können wir dienen? Ist egal. Präzision des Todes. Die sieht stark aus, die Waffe. Ist aber weder blau noch legendär. Erobert diese Gießerei. Habe ich noch. Jetzt sagen Elder, nehmt nichts gewahrt. Ein bisschen Sprengstoff gefällig, meine Freunde. Was ist das? Bestätigt. Ausgezeichnet, Space Marines. Versammelt euch! Ja! Einer unserer Aspiranten ist gefallen. Ich habe die Aufmerksamkeit der Xenos. Oh, bitte sag mir, dass du den langsam mal platt machst. Euch werde ich helfen. Hallöchen. Stehen unter Sperrfeuer. Scheiße, ich schaff den nicht. Das hört man doch gern. Wenn das alles so schön klappt, dann sehe ich sowas ganz gern. Feldgeneratoren jetzt im Einsatz, Kommandant. Weitere Generatoren werden bis zu ihrem nächsten Einsatz nicht verfügbar sein. Scout, ja. Bereit für Befehle. Machen wir doch einfach mal. Was war das? Bitte. Sag mir nicht. Gut, damit kann ich leben. Ich dachte jetzt, das wäre ein Ilum-Zar gewesen. Das wäre schlimm gewesen. Dankeschön. So wollte ich das haben. Warum denn nicht gleich so? Positionswechsel. Unterwegs zu den Ruinen. Unterwegs. Da oben ist schon die Dame. Ich bin am Überlegen, vielleicht doch erst dahin zu gehen. Weil dann haben wir einen direkten Reckpunkt. Ihr könnt mich mal. Lauf, Mädel, lauf. Das bringt doch nichts. Die Eldar. Ich will das da haben. Dann kann ich mich hier hochheilen. Mutti, ich hab Angst. Feind aufgespürt. Seid wachsam. Wie du befiehlst. Sammelt euch zum Sieg. Kommt mit mir, Brüder. Hübschrei. Was? Das finde ich aber uncool. Ach, das ist, weil das da ein Sniper ist, ne? Ist das dein Ernst? Du gehst in den Nahkampf. Ihr fordert es ja quasi heraus, dass man euch tötet. Oh, Bananen. Ziel bestätigt. Jetzt seid wachsam zum Angriff. Jung. Nein! Schnell weiter. Nun gut. Oh. Erledigt. Nächstes Ziel.
Taktischer Trupp nimmt neue Position. Komm schon. Ein. Lehrt sie das fürchten, Brüder. Sie soll durch uns fallen. Dankeschön. Das ging doch ganz gut. Warum denn nicht gleich so? Und Avitus, ganz ehrlich, was war das gerade für eine dumme Aktion? Rennst einfach ohne Hirn einfach los. Also das Schlachtfeld wächst noch an. Ich glaube, die haben hier irgendwo einen Portalknoten. Irgendwo haben die hier noch einen. Ich weiß, dass da noch drei Kistchen sind. Feindliche Kämpfer auf dem Feld. Der Feind hat irgendwo ein Hauptquartier. Natürlich. Richtet euren Zorn neu aus. Bitte und Dankeschön. Jetzt können wir uns gegen die Runenprophetin zur Wehr setzen. Diese ganzen Kanonen da oben, die stören. Mehr als nur stören. Die gehen einem ja richtig auf den Sack. Aber nicht verzagen, mag fragen. So, jetzt mach ich euch. Wo ist die? Elder, nehmt nichts für bare Münze. Jetzt sag ganz kurz. Ich kämpfe hier gegen den fucking Boss. Ziel in Sicht. Ich habe eure Einmischung vorhergesehen, aber ich werde nicht zulassen, dass ihr unserem Weltgeschäft in Ruin bringt. Es wird Zeit, dass du lernst, was es bedeutet, einem Seher von Ultwe zu begegnen. Hütet euch vor der Hexerei! Bleibt auf Distanz! Auf Distanz bleiben? Ja, natürlich. Cyrus, bist du eigentlich... Hier entlang. Erlaubt keiner, nichts schränkt mich von meinem Tod. Wenn du Gefallen am Krieg findest, wirst du auf eine Armee treffen. Niemand kann die Runenprophetin verletzen, solange wir leben. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Devastoren! Cyrus meldet sich zum Dienst. Was? Mein Bruder ist gefallen. Nee. Lasst sein Opfer nicht umsonst gewesen sein. Na, sie ruft die Kräfte des Warps selbst. Da mal willst du bereit machen, Brüder. Auf dem Weg. Ziele gesichert. Alter, das ist gerade echt extrem nervtötend. Bereit für Befehle. Jetzt bist du ein Devastor, Bruder. Okay, pass auf. Die heilt sich auch noch extrem, wa? Wieder das? Die Rekruten des Orts zum Angriff. Was machst du denn da, bitte? Wir können uns keine Schwäche erlauben, Bruder. Zum Feind vorrücken. Hochenergetischer Schuss, bitte. Ein Schuss, ein Treffer. Stürm bloß nicht vor. Jetzt stürm vor! Taktische Positionsfalle, ein Schuss. Wow. Hier ist Avitus. So
zum Feind vorrücken, Brüder. Avitus wird angegriffen. Immer. Überlappende Schussfelder. Sein Wachsam. Ziel bestätigt. Natürlich. Einer von uns ist gestorben. Dafür muss der Feind bezahlen. Mein Handwerk ist der Tod. Ziel bestätigt. Und du gehst natürlich darum. Ich rufe die Runen der Vorhersehung. Schnell weiter. Ich bin mit den Runen von Unternasch gerüstet. Ihr Schild ist unten. Schlag zu, bevor er wieder aufgeladen ist. Alter. Schnell weiter. Auf das Schlachtfeld. Avid, nehme neue Position ein. Haltet euch. Niemand kann die Runen Profiten verletzen, solange wir liegen. Noch mehr. Tötet sie alle. Da kommen dann 5 von denen. Ist nicht dein Ernst. Hier ist Avitus. Oh, Bananen. Jetzt bist du ein Devastor, Bruder. Also es gibt echt Tage, da könnte ich, habe ich gesagt, ich mag Panzer nicht. Ich mag Bosse nicht, die Ads rufen. Wie können wir die nehmen? Aber ich glaube, die mag keiner. Die können ätzend sein. Space Marines auf dem Feld. Okay, Plan B. Ich muss ihn irgendwie ablenken, während Avitus ihn aufhebt. Okay. Das lässt sich ja wohl irgendwie hin zusammenbiegen. Ich muss nur gucken, dass du... Ey, ist das dein Ernst? Wir erleiden schwere Verluste. Warte auf, ich habe die Aufmerksamkeit. Ist nicht dein Ernst. Mich rächen. Stimulant verteilen. Der Imperator sei gepriesen. Taktischer Trupp. Oh Gott. Retzen. Es gibt nur Krieg. Avitus meldet Cyrus bereit, dem Orden zu dienen. Oh, Bananen. Brech auf. Habt ihr das gesehen, wie die mich zerfetzt hat? Beziehungsweise nicht die, sondern der Rat der Seher. Bitte, was ist das denn für eine? Für Orden und Imperator. Das ist doch krank. Also wenn das nicht krank ist, ja, dann weiß ich es auch nicht. Ist hier noch ein Pack? Okay, wir haben keine Packs mehr, keinen hochenergetischen Schuss. Das heißt... Jetzt bist du ein Nefast. Feindbewegungen voraus, Brüder. Feindbewegungen? Achso, da. Liebe Idranel, du bist Stufe 11, ja? Ich bin Stufe 10. Ich finde das ein bisschen unfair, diesen Kräfteunterschied. Ach ja, natürlich. Machst du den Sturm bitte? Auf zu dieser Position. Ich glaube, für den Augenblick haben wir genug gekämpft. Ich habe andere Aufgaben, um die ich mich auf diesem Planeten kümmern muss. Sie entkommt! Ich muss zugeben, dass ich diese kleine Ablenkung sehr genossen habe, Menschen. Ich werde euch sogar vermissen, wenn ihr nur noch Asche seid. Asche? Tyranniden entziehen den Welten das Leben. Sie verbrennen sie nicht. Asche, ja? Da bin ich jetzt mal gespannt, der was das ist. Ist nur ein Vorspiel zur nächsten Schlacht.
toll. Es ist, im Endeffekt hat das gar nichts gebracht, weil sie abgehauen ist. Das nenne ich auch geil. Ich bin einfach echt scheiße, wenn ich das mal ganz ehrlich sagen darf. Ach Mann, ey, warum bin ich denn so scheiße? Oh, Panzerung des Mars. Ja. Die Alien-Hexe ist entkommen! Sie lacht über uns, während unsere Welten sterben! Kommandant, ich teile die Frustration Ihrer Sergeants, aber ich habe noch schlimmere Neuigkeiten. Ich habe endlich die Hauptzugriffscodes für die Engelschmiede bekommen und sie zu ihrem Schiff und Captain Angelos Flotte übermittelt. Ich fürchte jedoch, dass es zu spät ist, um noch etwas zu bewirken. Ein weiterer Tyrannidenschwarm dringt in das Gebiet der Schmiede ein. Massive Verteidigungsmauern schützen die Schmiede, aber die Streitkräfte der imperialen Armee, die dort stationiert sind, werden überrannt. Ihre Verzögerungen und Politisierungen haben uns alle ins Verderben gestürzt, DeRosa. Wenn es so ist, dann bin ich mir sicher, dass mein Ende angemessen schrecklich sein wird, Sergeant. Ich wünschte nur, ich könnte das Gleiche von Gouverneur Vandis behaupten. Was meinen Sie damit? Ich will mich für meine Fehler nicht entschuldigen, aber ich habe seit Tagen darum gekämpft, diese Codes für Sie zu bekommen. Der Gouverneur hat mir einfach befohlen, Sie weiterhin hinzuhalten, und dann hat er aufgehört, mir überhaupt noch zu antworten. Als ich letztendlich die Soldaten erledigt hatte, die das Haus Vandis bewachten, fand ich heraus, dass er das Meridiansystem verlassen und sich 3 Sektoren weiter in eine private Residenz zurückgezogen hatte. Ich habe jedoch die Codes für die Engelsschmiede gefunden. Sie sind ein echtes Risiko eingegangen, Administratorin. Sie könnten wegen Verrats gehängt werden, wenn der Gouverneur zurückkehrt. Gouverneur Vandis hat den Schwanz eingekniffen und den ganzen Sektor dem Tod überlassen. Ihr Kommandant hier kämpft, um ihn zu retten. Wenn es Kritik gibt, dann, dass ich zu spät bemerkt habe, wem meine Loyalität zu gehören hat. Ich glaube, sie hat ihren Beruf verfehlt. Sie wäre beim Adeptus Sororitas besser untergebracht. Engelstor. Hieß es nicht Tyranniden? Gibt es jetzt noch mehr? Ne, hier ist das. Nö. Nö, nö. Guck mal, wie viele Sachen wir schon da erobert haben. Das ist echt gut. Wir sind echt gut. Wir machen uns langsam. So. Mehr Leben. Viel mehr Leben muss her. Tarkus Truppenkameraden werden Ordensveteranen. Ihre Härte erhöht sich und Ausrüstung wird besser. Das hört man auch gern. So. Allerdings war es das auch schon wieder für diese Woche. Ich habe auch schon wieder eine derbe Überlänge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis denn.